Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, ich nehme diese Folge quasi direkt in der nächsten Aufnahmesession auf. Direkt nach der letzten. Ein Novum bei mir. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in dem Außenbereich des Herrenhauses angekommen. Haben uns von der Vergiftung durch die Schlange erholt. Und haben jetzt hier alle Wappen in die eine Tür da vorne eingesetzt. Haben jede Menge Medizin bekommen. Haben eine Kurbel gefunden. Hier diese Quadratkurbel. Und genau, wir haben blaue Kräuter gefunden, die uns vor Gift heilen. Und wir stehen jetzt hier vor dieser Tür in den Garten. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was sich hier hinter verbirgt. Oh Gott, Garten. Oh. Was ist denn hier? Eine Wasserpassage, da ist eine Leiter. Okay, das heißt, hier können wir doch gar nichts machen. Aber, liebe Leute, da wir diese Kurbel beim letzten Mal gefunden haben, seht ihr das? Da ist ein Kurbelloch. Da ist ein quadratisches Loch. Genau, was passt ins quadratische Loch? Die Kurbel. Dann kurbeln wir, Jill. Du bist eine starke Frau. Oh, Katzi. Das Wasser fließt die gegenüberliegende Seite herunter. Jo. Und die Kurbel haben wir wieder mit. Okay. Das heißt, liebe Leute, wir haben hier tatsächlich uns einen Weg gebahnt. Wir können jetzt hier runter, weil sie ja nicht schwimmen kann scheinbar. Boah, geiler Sprung. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas Ekliges kommen könnte, ey. So, was haben wir denn hier? Wir sind... Ah! Schlangen! Boah, hab ich mich erschrocken. Ih, geht bloß weg! Schlangen! Wie eklig, ey. So, wir fahren mit dem Fahrstuhl runter. Und hier ist es irgendwie ganz schön laut. Hier ist es ganz schön laut und wo sind wir? Och, okay. Ja, ziemlich verwirrend hier. Aber weiter geht's. Da sind Hunde, die machen wir direkt kaputt hier. So. Na komm, schieß den Hund im Arsch. So. Und dann zack, zack, zack. Der eine ist kaputt. Puh, ey, zum Glück haben wir genug Muni. Also, ja. Die Hunde könnten sonst nervig werden. Boah, ist das laut hier, ey. Wow. Das ist... Das Wasser fließt von oben herunter. Da ist was drin. Okay. Hier fließt also das Wasser her. Deswegen ist das so laut hier, ey. Boah, Leute, ist das laut. Sonst ist hier nichts. Boah. Okay, aber da steht was dran. Die Batterie wurde herausgezogen. Eine Batterie. Okay. Für den Aufzug brauchen wir Energie. Okay. Das heißt, wir brauchen hier eine Batterie für. Boah, Leute, wir sind hier in einem völlig neuen Bereich, ne? Das ist gerade extrem interessant. Wo wir in den Folgen bis jetzt quasi nur in dem Haus waren. Nochmal blaue Kräuter. Wer braucht denn so viel blaue Kräuter? Ey, schieß doch! Was soll... Oh, Gottes Willen. Wir sind schon im orangen Bereich. Diese scheiß Hunde. Ah, die haben mich hier eingekesselt. Ah! Okay, heilen. Puh. Boah, die Hunde, die machen mir hier echt... Sorgen. So, verdammt. Und weiter ausweichen. Puh. Aua. Gut. Boah, ey. Drecksviecher. Oh, Gottes Willen. Nein, das wollte ich nicht. Puh, hier werden wir ganz schön rangenommen.
Ich weiß, das hört sich pervers an, aber wir werden hier rangenommen. Und hier sind weitere Kräuter, Leute. Wir sind im gelben Bereich. Und ich würde tatsächlich sagen, dieses Kräuter werde ich mir zu Mythe führen. Ich weiß, ihr werdet mich dafür schlagen wahrscheinlich, aber ich möchte im grünen Bereich sein. So. Ja, und dann ist jetzt halt das Blöde, dass wir hier kein rotes Kraut dabei haben. Das könnte echt problematisch werden. Aber wartet mal. Wir kriegen hier so viel Antigift. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht hier, dass wir hier so viel Antigift kriegen. Naja. Schauen wir mal. Ich weiß ja auch gar nicht, wo wir hier sind, ne? Ach du Scheiße. Okay. Ahahaha, ich glaube, ich weiß, was uns hier erwartet. Scheiße. Rüste mal bitte deine Schrotflinte aus. Ich glaube, ich weiß, was hier kommt. Wir kommen zurück ins Herrenhaus. Oh, okay. Oh, was? Noch mehr Blaue. Also, langsam ist aber gut mit dem Blauen. Ich habe ja gar keinen Platz mehr sonst. Noch mehr Blaue. Okay, was haben wir hier? Map. Ein Wachhaus. Okay. Ich habe hier irgendwie Schiss. Ich weiß auch nicht. Nee. Oh, wie geil. Hammer. Wie geil. Wir haben eine Kiste. Oh, wir haben hier eine Kiste. Oh, das ist so gut. Das ist gerade so gut. Und ein Heilungsspray. Aber das werde ich nicht nutzen. Oh, wie geil. Wir haben hier eine Wir haben hier eine Kiste, wo wir unseren Scheiß ablegen können. Oh mein Gott, ist das gut. So. Das brauche ich unbedingt, ey. So, warte mal. Das Heilungsspray. Legst du mal bitte rein. Dann werde ich mir die hier kombinieren. So. Oh, hammergeil. Und wir haben hier auch tatsächlich, schaut mal da unten, Munition für die Bazooka. Oh mein Gott. So, und dann könnten wir hier auch mal speichern. Das werde ich auch machen. Gut. Die Muni können wir nämlich weglegen, tatsächlich. Feuerzeug, Farbband. Speichern wir das mal. Boah, es war gerade so ein geiles Gefühl, in diesen Speicherraum zu kommen, ey. Unglaublich. So, dann speichere das mal bitte. Papapapam. Ah, okay. Fünfmal gespeichert im Wachhaus. Okay. Gut, das heißt, wir können wieder das Farbband weglegen. Eins von denen auch. Ich brauche auf jeden Fall... Ja, ich habe keine... Habe ich keine roten mehr? Doch, da habe ich noch eins. Okay. Ach, habe ich ja schon drin. Ich Idiot. Okay, Munition mitnehmen. Die Kugel können wir, glaube ich, erstmal weglegen. Ich bin mir nicht so sicher. Leg die Kugel weg. Oder? Ja, ich glaube schon. Wartet mal. Wir haben aber noch grüne Kräuter. Nein, einen Platz brauche ich noch. Genau, ich muss nämlich... Diese blauen Kräuter, die ich da finde, die werde ich jetzt nochmal verwenden. Und zusammenmischen. Und wenn ich dann rote finde, werde ich die damit zusammenmischen. Ist das nicht geil? Diese Mucke hier, ey. Die macht mir schon ein bisschen Angst. Ah, gut, okay. Dann kombinieren mit Grün, bitte. So. Dann das nächste Blaue. Ich will alles mitnehmen hier, das ist es halt.
Ne? Das nächste blaue Kraut. Oh Mann. So, dann kombiniere. Hiermit bitte. Richtig ungemütlich diese Musik hier, ey. Echt eklig. Wir kriegen so viel Giftkram, ne? So. Ja. Wieder in den Speicherraum hier. Und dann die Sachen ablegen und dann können wir weiter erkunden. Okay. Gut. So viel Kräuter werden wir niemals brauchen, aber... Naja, gut. Ich habe ein rotes, das reicht erstmal. Die Kurbel. Patronen nehme ich mal mit. Weil wer weiß, ob wir die brauchen. Ne? Ah, wartet mal. Ich habe hier noch ein grünes, was ich damit mischen kann. Oder? Nee. Stopp. Falls ich ein rotes finde, würde ich das gerne mit einem grünen mischen. So. Gut. Die Kiste ist schon fast halb voll. Ja gut, aber dann haben wir zwei Items frei. Aber und eine Kiste in der Nähe. Das heißt, jawohl. Sehr gut, Leute. Wir sind bestens vorgerüstet und vorbereitet. Für was auch immer da kommen mag. Okay, legen wir los. Legen wir los in diesem Wachhaus. Ein normaler Zombie. Okay, das geht ja noch. So, dann schieß. Oh. So. Der steht wieder auf. Ist klar. Das ist noch einer. Okay. Da werden wir zumindest unsere normale Muni los. Ist doch auch geil. So, dann komm um die Ecke geschlufft hier. Hallo, ich bin hier. Komm. Ja, der ist jetzt ein bisschen zu schnell. Na gut, so komm. Komm. Boah. Oh, scheiße. Und schieß. Ah. Boah. Was eine Effizienz. Wir haben genau mit unserer Pistolenmuni diese beiden Zombies erledigt. Ist das gut. Da haben wir Glück gehabt, ey. So, was haben wir hier? Irgendwas... Da ist noch ein Buch, okay. Der Schreibtisch ist verschlossen. Willst du Dietrich benutzen? Ja, bitte. Was gibt's denn da drin? Geil. Noch mehr Muni, Leute. 42 Shotgun-Schuss, ey. Ich wollte schon wieder Shotgun sagen. Was ist das denn da? Ist ein Buch. Nimmst du das rote Buch? Ja, nimm das mal mit. Was hat es denn damit nochmal auf sich? Check. Schlag es auf. Nichts Wichtiges. Okay, einfach ein rotes Buch. Hm. Okay, müssen wir mal so akzeptieren. Ah, hier in dem Raum war irgendwas. Draußen ist es dunkel und ich kann nichts sehen. Hier in dem Raum war irgendwas. Oder? Wartet mal. War das hier? Nichts Ungewöhnliches. Nee, ich glaube... Nee. Gut. Was haben wir hier? Das ist ein Hotelzimmer scheinbar. In einem Wachraum, okay. Tatsächlich. Das ist eine Badewanne. Die Badewanne ist gefüllt mit ekelhaftem Wasser. Willst du den Stecker ziehen? Ja, mach mal. Ach Gott, okay. Okay. Da liegen Schlüssel drin. Okay. Sea Room Schlüssel. Okay. So, jetzt gerade komme ich nämlich in einen Bereich, den ich nicht mehr so kenne. Kontrollraum. Okay. Höchst interessant. Ein Schlüssel, der einfach so in der Badewanne liegt. Ja, was haben die denn damit gemacht, ey? So. Gibt's hier irgendwas, was du machen willst? Dich waschen oder so? Mal aufs Klo? Nö. Du musst nie aufs Klo, Jill. Was ist denn mit dir los?
Nichts Ungewöhnliches. Okay. Dann haben wir sogar schon hier diesen Raum auch abgeschlossen. Okay. Okay, Leute. Gut. Dann. Ah, seht ihr dieses Loch da? Dieses Loch und diese Pflanzenranken. Ja, wir haben am Anfang eine Statue gesehen. Und zwar die hier. Genau, diese Statue, liebe Leute, ist verschiebbar. Das heißt, die müssen wir da hinten hinschieben, auf dieses Loch. Ach, ist wieder nicht komplett drüben, ey. So. Und dann auf dieses Loch, weil... Da drüben würde dann eine Pflanze rauskommen. Weil hier in dem Keller lebt nämlich eine Pflanze. Und die würde uns dann, ja, killen, tatsächlich. Durch dieses Loch würde dann eine Ranke kommen und die würde uns wehtun. So, dann... Gut, das haben wir erledigt. Und wir kommen unbeschadet hier vorbei. So, was haben wir denn hier? In diesem Wachhaus, liebe Leute. Oh Gott. Noch ein neuer Bereich. What? Was ist das denn hier? So ein langer Gang. Oh Mann, um Himmels Willen. Noch eine Tür? Ich will erstmal nicht in die rote Tür da vorne. Weil ich genau weiß, was da drin ist, ey. Oh. Ich glaube, wir müssen erstmal in die rote Tür. Der Bereich hier, der kommt mir ein bisschen... zu weit fortgeschritten schon vor. Ich glaube, wir müssten erstmal in die rote Tür. Och nein. Oh, wartet mal, hier ist doch noch einer. Da sind Stimmen von der anderen Seite der Tür zu hören. It can't be true. I've been told a different story. But it's not necessary for you to destroy stars. What about my family? So everything depends on me, huh? Ach. Leute. Wir haben Barry und Wesker gefunden. Und Wesker hat scheinbar ein Geheimnis, dass er die Stars zerstören möchte. Ist natürlich verschlossen. Warum schließen die hinter sich ab? Naja, gut, egal. Dann, liebe Leute. Was ist das denn jetzt? Wie, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, doch, okay. Gut, das sind nur Kräuter. Drei Kräuter. Boah, heftig, Leute. So, dann. Kann ich die vielleicht... Wartet mal. Kann ich die vielleicht... Hier mitmischen, tatsächlich. Was ist das jetzt? Türkis. Das ist eine Mixtur, ja. Ah, wir haben eine türkise Mischung. Kenne ich gar nicht, diese Mischung. Interessant. Das ist dann quasi eine Vollheilung mit Gift. Ne? Okay, Leute. Kann ich die nochmal mischen? Ich weiß, ich mach's nicht, aber... Nee. Das funktioniert nicht, okay. Interessant, ne? Barry und Wesker sind hier in Zimmer Nummer 2 unterwegs. Und, wo bin ich hier? Krass, Leute. Okay, da bin ich reingegangen. Zimmer Nummer 2, okay, alles klar. Das war dann der andere Bereich. Gut. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Dann legen wir das jetzt nochmal ab. Dann nehmen wir das andere Kräuter nochmal mit hier. Die anderen Kräuter. So, die Kiste ist ja zum Glück nicht so weit, ne? Nicht so weit weg, aber das ist interessant. Worüber Barry und Wesker da geredet haben, ne? Barry, unser Buddy. So. Das heißt, wir können dieses Kraut weglegen.
Und dieses Buch, ey, was soll man damit? Das lege ich auch erstmal weg. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir das jetzt zeitnah brauchen. Und genau. Dann, liebe Leute, da es da hinten ja scheinbar weitergeht, gehen wir in diese Tür rein. So, macht euch auf was gefasst. Und zwar... Spinnen! Tatsächlich, Leute, wir haben Spinnen hier! Oh! Um Himmels Willen. Und die vergiften, seht ihr das? Lauf aus der Ecke raus! Um Gottes Willen. Genau dafür brauchen wir diese Kräuter. Geh aus der Ecke raus, Mann! So. Und die Spinnen? Oh, Gott. Oh und ganz viele kleine. Wenn das passiert, müssen wir einfach nur hier raus. Ja! Leute, neue Gegner. Spinnen! Okay, und wir sind im gelben Bereich. Dafür brauchen wir tatsächlich auch die Schrotflinte. Für die. Weil da hat die Pistole keinen Effekt. Okay. Leute, die Spinnen. Das war das, wovor ich hier so Angst hatte. Die haben wir erledigt. Und was haben wir da? Muni. Pistolenmuni. Ja gut, die kann ich ja direkt nachladen. Dann haben wir den Platz wieder frei. So, kombinieren und zack. Sehr schön, Leute. Dann liegt da noch ein Farbband. Da liegt noch ein Farbband. Nimm dir das bitte. Oder was soll das sein? Ein Farbband, ja. Genau. Gut. Dann sind wir jetzt hier in einer Bar. Okay, und wie gesagt, dieses Geheimnis, was die da bereden, höchst interessant. So, was haben wir hier? Was haben wir hier, Leute? Nichts, okay. Das ist kaputt, okay. Schade eigentlich. Ein bisschen Billard spielen wäre cool. Ein Dreierball. Da liegen drei Kugeln. Ein Sechserball und zwei Kös. Ein neuer Ball, Billardtisch. Ja. Okay. Und wenn, dass die Kös jetzt hier so, sieht wie ein Uhrzeiger aus. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Das sagt sie auch jetzt schon. Ah, doch. Mhm. 3, 4, 5. Was zur Hölle? Irgendein Code. Vielleicht für den... Wartet mal, das schreibe ich mir mal auf. 3, 4, 5. Das ist vielleicht... für das Schloss... 3, 4, 5. Für das Schloss im Herrenhaus. Ne? Oder, wartet mal. So. Das sieht wie ein 3. 3 Punkte, 4, 1 Punkt, 5, 3 Punkte. Hm. Das ist mysteriös gerade. Okay. 3, 4, 5. Eine Dartscheibe. Geil. So eine Kneipe hier, ey. Okay, Leute. Dann haben wir hier scheinbar nichts mehr. Puh. Aber die Spinnen haben wir zum Glück relativ souverän erledigt. Naja, was heißt souverän? Ich habe ein paar Items gebraucht, aber... Aber ja. Gut, Leute. Dann gucken wir uns nochmal da hinten um. Hier muss doch irgendwas sein. Ich meine, das kann ja nicht sein, oder? Da war ich schon drin, oder? Da war ich schon drin, ganz genau. Das ist dieser Bereich hier. So, versuch nochmal bitte in dieses Zweierzimmer zu gehen. Beziehungsweise hol dir die Kräuter. Wer hat denn das hier wieder verschoben? So, nimm dir das Kraut. Das ist echt mysteriös hier, ey. Aber das Kraut kann ich direkt nehmen. So. Okay,
Das ist zu. Ja, das ist echt zu. 02, okay. Da muss ich tatsächlich hier rein. Und... aber ich bin mir nicht sicher. Wartet mal. So, was ist denn hier? Das ist verschlossen. Ah, da ist aber so ein... ah! Da ist ein Panel mit einem Zahlenschloss. Willst du die Schlüssel drücken? Ja, klar. Okay, das ist quasi ein Rätsel. 3, 4, 5. Okay, also dieser Code, den wir da gerade eben gefunden haben, der war tatsächlich dafür da. Okay. Gut. Also 3, 4, 5, dann haben wir halt quasi, wir haben das eingegeben. Dann haben halt alle Lampen geleuchtet. Und wir haben jetzt diese Tür aufgemacht. Okay. Allerdings, liebe Leute, hier weiter geht's immer beim nächsten Mal. Da die Zeit wieder voll ist. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Boah, hab ich mich erschrocken. Oh, oh. Scheiße. Oh Gott. Oh, was war das denn? Oh. Oh. Oh, ich war doch gerade am Abmoderieren. Fuck, kommt auf einmal so Biester raus. So Bienen, okay. Gut, liebe Leute. Nochmal, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, erzählt gerne weiter den Kanal. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, wie ist da drin? Weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.